Wie fangen wir denn an? Sagen wir Hallo? Hallo, willkommen zu unserem neuen Video auf YouTube. Schön, dass ihr euch auch dieses anschaut. Ja. Wir wollten euch nämlich was ganz Cooles zeigen. Und zwar haben wir mit Royal Talents ein Brush Pen Set gestaltet und designt, was ab April, also wenn ihr das Video später seht, wir haben jetzt April 2018. Ab jetzt ist das Set auf dem Markt. Wir werden jetzt in die Infobox auch noch ein paar Links reinpacken, damit ihr das auch online finden könnt. Genau. Wir waren nämlich bei Royal Talents in Holland und die haben uns die ganze Produktion gezeigt und so, wie sie alles herstellen, was wir auch in unseren Workshops benutzen. Und da kamen uns diese schönen Brushpens in die Finger und wir hatten die noch nie gesehen, also natürlich nicht mit dem Packaging, sondern halt die Brushpens an sich. Und wir wussten gar nicht, was für Brushpens das sind. Wir kannten halt nur die anderen, die wir halt immer benutzt haben, so in den Kursen. Und auch die von Ecoline, die etwas dicker sind, die ihr vielleicht ja auch kennt. Und dann waren wir sehr überrascht, dass die so gut sind und vor allem das Krasseste ist, dass sie wasserfest sind. Ups. Haltet euch fest! Oh, ich habe den Cliffhanger nicht so spannend gemacht. Sie sind wasserfest! Wow! Ja, also ich meine, ehrlich gesagt, die sehen ja wirklich unscheinbar aus und wir kannten die überhaupt nicht. Und das Krasse ist auch, die gibt es in diesem Packaging in drei verschiedenen Farben. Stärken. Eine Farbe, drei Stärken. Und das ist auch halt auch super cool, weil da hat man natürlich mit einem Paket direkt eine große Auswahl und kann auch kleine und auch große Formate gestalten damit. Wir zeigen euch auch gleich, wie die verschiedenen Stärken so aussehen, was man damit Cooles zaubern kann. Aber eigentlich geht es im heutigen Video darum, dass wir euch gerne eine Kombi zeigen möchten aus Brush Lettering mit Aquarell. Was wir natürlich jetzt mega gut machen können mit diesen Stiften, ist zuerst lettern und dann aquarellieren. Wir müssen also nicht warten, dass das Aquarell getrocknet ist, um dann im Nachhinein zu lettern, sondern wir können das quasi fast zeitgleich machen oder halt zuerst lettern und dann Brush lettern. Wirklich weltbewegt. Und wir wollen gerne mit euch jetzt ein kleines Tutorial machen, weil wir nämlich das Ganze auch mit einem Gewinnspiel verbinden werden. Ja, ihr könnt was gewinnen. Und zwar haben wir zusammen mit Rösslerpapiere diese Bujos gestaltet, die ihr bestimmt schon mal gesehen habt. Diese My Journals. Die gibt es nicht nur in diesen bekannten Covern und Farben, sondern wir haben eine Sonderanfertigung mit ganz blanken Seiten. Also der Inhalt ist genau dasselbe wie bei den gestalteten Seiten, aber bei diesen Blanko-Covern können wir halt entscheiden, was drauf soll. Und da haben wir uns gedacht, okay, das zeigen wir euch mal, wie wir zusammen mit diesem Brushpen ein paar Ecoline-Farben und diesem Büchlein ganz tolle Bujos zaubern. Fangen wir an! Das Set besteht aus drei Brushpens in drei verschiedenen Stärken. Einmal sehr fein, einmal mittel und einmal eher dick. Und zwar ist das so aufgeteilt, also FB ist halt fein, MB ist medium und BB ist bold. Mit dem ganz feinen Stift kann ich zum Beispiel sehr akkurate und filigrane Letterings zaubern, die halt eher natürlich nicht so groß werden können. Aber das Ergebnis ist halt sehr exakt. Der mittelgroße Brushpen ist halt so eher die Standardgröße. Da können wir etwas größere Letterings mitmachen. Und mit dem ganz dicken wird es noch mal ein bisschen stärker. So, jetzt geht es auch schon an die Gestaltung von unserem kleinen Bujo. Dafür braucht ihr jetzt einen Bleistift und dann könnt ihr euch euren Spruch ein bisschen vorzeichnen, wenn ihr möchtet. Wir haben jetzt Only Good Vibes, weil wir auf Good Vibes stehen. Und dann zeichnet ihr das Ganze einfach einmal vor, wie ihr das positionieren würdet auf dem Bujo. Und dann geht es auch schon an die Tinte. Dafür nehme ich mir einen von meinen Brush Pens aus dem Letterlauf Set. Und zwar werde ich mich jetzt hier für den Fine Brush entscheiden, weil ich finde, dass so eine filigrane Schrift eigentlich immer ganz gut aussieht. Da kann man auch nicht so viel falsch machen. Und dann müsst ihr einfach loslegen und jeden Buchstaben ganz sorgfältig nachziehen.
Dafür braucht ihr natürlich ein bisschen Vorkenntnisse, was Brush Lettering angeht. Also jeder Strich, der nach unten geht, wird dick gemacht. Jeder Strich, der nach oben führt, bleibt dagegen ganz dünn. Und so hangelt ihr euch Step by Step lang. In diesem Fall machen wir was ganz, ganz Simples, weil das Lettering ja schon relativ auffällig ist. Deshalb gibt es jetzt hier nur einen leichten Aquarellhintergrund. Aber daran kann man euch halt super zeigen, dass wir nicht zu viel versprechen, wenn wir sagen, dass diese Brush Pens wirklich wasserfest sind. Dafür habe ich mir ein Glas Wasser geschnappt, einen Pinsel in der Größe 10. Ihr könnt natürlich auch einen Breitpinsel in dem Fall benutzen, ganz wie ihr möchtet. Nehmt nur einen relativ großen Pinsel, damit ihr wirklich auch einen schönen Hintergrund gestalten könnt. Und einmal die Ecoline Wasserfarbe in einem Pinkton. Und tupfe einfach auf meinem Büchlein ein bisschen von der pinken Farbe. Und ihr seht, wir gehen komplett mit ganz viel Wasser drüber und nichts passiert. Und weiter geht's mit Büchlein Nummer 2. Diesmal werden wir ein etwas simpleres Lettering machen, also das kann auf jeden Fall jeder. Und dazu noch schöne Rosen. Da wird es ein bisschen komplizierter, aber das kriegen wir hin. In dem Fall, hooray, mache ich mir erstmal so eine kleine Horizontlinie. Einfach nur, damit ich weiß, ich bleibe ungefähr gerade auf dem Büchlein. Das ist immer sehr hilfreich. Und dann zeichne ich mir mein Wort ein, ganz leicht mit dem Bleistift, damit ihr das auch nachher gut weggradieren könnt. Und lasse mir so ein bisschen mehr Abstand zwischen den Buchstaben als vielleicht sonst so. Und dann gehe ich das Ganze nochmal ganz vorsichtig und sorgfältig nach. Ich halte mich auch immer nicht so ganz exakt an die Skizze. Ich gucke immer, vielleicht merke ich dann doch, okay, weiß ich nicht, ich möchte doch ein anderes O machen oder so. Also da könnt ihr immer ganz spontan gucken, was euch dann besser gefällt. So, wir haben jetzt alles weggradiert. Ich finde, Jasmin hat das sehr schön gemacht. Mir gefällt das sehr gut. Vor allem, weil jetzt ganz, ganz viel Platz bleibt für meine Rosen, die ich darunter illustrieren werde. In dem Fall nutze ich jetzt die Pocket Box von Van Gogh. Das sind auch Farben von Royal Talents. Die habe ich total für mich entdeckt. Gerade diese kleine, süße Pocket Box. So. Und für meine Rosen mische ich mir jetzt zunächst einmal einen rosa oder Rotton an. So, und dann kann es auch schon an die erste Rose gehen. Ich habe mir überlegt, ich mache 3 Rosen, die ich so schön versetzt platziere. Und zwischendurch kommen dann ein paar Blätter. Also beginne ich mit der obersten Rose, indem ich einfach kleine Halbmonde ineinander schachtele. Und eine Rose von oben ist ja ganz innen sehr, sehr filigran und detailreich. Also wenn man da reinguckt, sieht man ja ganz, ganz viele kleine Blätter von oben. Und genau dasselbe versuche ich jetzt hier nachzuahmen, indem ich einfach ganz viele Striche hier setze, viele Halbmonde hier setze. Und wenn ich dann nach außen komme, dann mache ich diese Halbmonde einfach etwas größer und nehme auch etwas mehr Wasser hinzu. Denn eine Rose ist im Inneren auf jeden Fall viel, viel dunkler als außen, weil da natürlich viel weniger Licht hinkommt. Jetzt fange ich auch schon mit meinen Blättern an. Und zwar würde ich hier ein paar mehr Blätter machen, weil ich das Gefühl habe, dass meine Rosen ein bisschen zu sehr nach links gerutscht sind. Also hier mache ich ein bisschen mehr Blätter als zum Beispiel jetzt hier, weil hier natürlich es schon sehr nah am Rand ist. Und hier auch nur ein paar. Dafür mische ich mir wieder einen grünen Ton an. Hier oben in der Ecke. Passt auf, dass ihr mit dem Handrücken natürlich jetzt nicht auf euren Rosen landet. Also entweder dreht ihr das Format
oder ihr haltet die Hand so, dass ihr halt nicht da drauf kommt. Dann könnt ihr mit der ganz feinen Linie auch schon den ersten Stiel rausziehen und dann gebt ihr ein bisschen Druck auf das Papier oder auf das Format und zieht das einzelne Blatt aus der Bewegung heraus. So sehen jetzt unsere Büchlein aus. Wir finden das eigentlich ganz schön geworden und vor allen Dingen, ihr seht auch im getrockneten Zustand, dass mit dem Brushpen wirklich nichts passiert ist mit der Tinte. Das ist wirklich komplett in der Form geblieben. Es ist nicht durch das Wasser irgendwie verwaschen. Das Brushpen Set heißt übrigens Letter Love und ihr könnt sehr gerne eure Kunstwerke mit dem Hashtag MyLetterLove teilen und dann sehen wir das und dann freuen wir uns ganz, ganz doll. So, wir hoffen, das Video hat euch gefallen und ihr könnt jetzt ein bisschen kreativ werden. Dafür braucht ihr natürlich ja auch so ein kleines Büchlein. Ihr könnt es aber natürlich auch auf Papier machen. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen ein bisschen was verlosen. Genau, nämlich drei Pakete. Also dreimal ein Blanko-Büchlein, was innen aber genauso aussieht wie unsere Bujos, also meine, die My Journals. Außerdem noch ein Ecoline-Pöttchen mit einem Pinkton und unserem Brushpen-Set. Genau. Und wir werden einfach unter den Kommentaren unter diesem YouTube-Video hier unten. Nur hier? Boah, ich wollte das schon immer machen. Super. Danke, dass ihr euch auch dieses Video bis zum Schluss angeguckt habt. Wir beeilen uns direkt das nächste zu drehen, damit ihr immer wieder ein bisschen Inspiration auf diesem Kanal findet. Und ja, jetzt ran an die Farben und wir hoffen, genau, wir hoffen, ihr seid sehr kreativ. Viel Spaß. Tschüss. Ich kann nicht ernst bleiben bei dieser Scheiße.